Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys and Merchandise Folge 52. Ich muss es einfach sagen, der Sommer ist doch noch gekommen. Herrliche 31 Grad. Ich grüße vor allem unsere jüngeren Zuschauer, die jetzt alle in den Sommerferien sind. Leute, heute reisen wir auf den Planeten Tatooine, beziehungsweise den Todesstern. Ich zeige euch heute ein geniales Playset aus dem Jahre 1997 aus der Action Fleet Micro Machines Reihe. Der Todesstern, der aufgeklappte Planeten Tatooine ergibt. Genial. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Hier sehen wir die Vorderseite der europäischen Verpackung. Gut zu erkennen die mehrsprachige Beschriftung. Erworben habe ich das Playset im Juli 1997, hier gut zu erkennen, zum Preis von 79,90 Mark, ca. 40 Euro. Hier sehen wir die Rückseite der europäischen Verpackung. Man sieht gleich, hier ist jede Menge los. Hier sehen wir die Oberseite der europäischen Verpackung. Mit deutscher Beschriftung. Hier sehen wir die Unterseite der europäischen Verpackung. Jede Menge Werbung. Hergestellt wurde das Playset im Jahre 1997. Hier sehen wir die linke Seitenlasche. Und hier ein Blick auf die rechte Seitenlasche. Hier sehen wir die Aufkleber. Die Aufkleber sind noch nicht auf dem Playset, da es sich um ein Mint and Sailed Boxset Stück handelt. Ich werde deswegen die Bilder vom Playset selber mit Bildern vom Karton ergänzen. Beigepackt waren folgende Figuren: Tante Beru, Obi-Wan Kenobi, Onkel Lars, oder besser gesagt Lars Own, ein paar Nagetiere vom Planeten Tatooine, zwei Jawas auf einem Ronto und als Fahrzeug der Millennium Falke. Und hier sehen wir jetzt das gute Playset, zusammengeklappt. Wirklich genial. Der untere Ständer passt perfekt in das Design des Todessterns. Der Todesgraben. Hier die Unterseite. Mit der Bestempelung 1997. Hier ein Blick auf die Oberseite. An der vorderen Seite befindet sich ein Hebel, mit dem man das Playset aufklappen kann. Ich würde sagen, das tun wir jetzt mal. Oh Mann, wo sollen wir da nur anfangen? Ich würde sagen, wir beginnen im oberen Bereich. Der obere Bereich ist der Hangar. Hier haben wir einen ausfahrbaren Landeplatz. Auf diese Nocke können wir ein Raumschiff stecken. Das Gestell können wir nach vorne schieben und damit eine Klappe öffnen. Der Deckel des Todessterns dient praktisch als Flugsimulator. Den inneren Teil kann man zum Trainieren drehen. Sehen wir uns nun Lukes Farm an. Hier sehen wir Lukes Haus. Und hier die Rückseite. Das Dach kann man abnehmen.
Vor dem Haus befindet sich diese Klappe. Wenn man diese dreht, kann man die Skelette von den Owens sehen. Hier die Skelette von Lars und Beru Owens. Hier sehen wir eine Mine. Und wenn man auf diese Kiste drückt, kommt sie nach oben. Hier sehen wir die Wasserkondensatoren. Kommen wir nun zum vorderen Teil. Dieses stellt ein Stück Wüste dar. Im Hintergrund sehen wir einen Tusken Rider. Mit Hilfe dieses Knopfs kann man ihn herausschießen lassen. Wie bei allen Micro Machines Playsets, viel Liebe zum Detail. Beim Aufgang nach oben befindet sich hier die Hütte von Ben. An der Seite führt ein Pfad nach oben. Sehen wir uns jetzt den Marktplatz an. Ein Dubek hält wohl Wache. Und hier zwei Sandtrooper. Hier liegt allerlei Zeug rum. Hier ein Halter für Fahrzeuge. Man erkennt gleich, dass sich die Endmontage vom Prototypen unterschied. Beim Prototypen waren hier noch Wombratten abgebildet. Sogar an die Fahrspuren wurde gedacht. Gehen wir mal ein Stockwerk höher. Unterhalb der Kantina befinden sich noch diese Geschäfte. Hier noch zwei Wasserkondensatoren. Hier das Packungsbild mit Aufklebern. Die Wombratten waren nicht dabei. Jetzt bin ich ganz schön durstig geworden und ich würde sagen, wir gehen mal auf den Sprung in die Kantina. Sehr gut passen sich die Treppen in das Playset ein. Hier haben wir die berühmteste Kneipe der Galaxis. Ein sehr schönes Hintergrundbild, das schon angebracht war. Hier die Sitzgruppe. Hier sehen wir die Nachbildung von einigen Gläsern. Und hier sehen wir das Bild auf der Packung. Jetzt ist es offiziell. Die Kantina ist keine Kantina, sondern eine Kneipe. Nachdem wir uns erfrischt haben, gehen wir jetzt mal nach oben. Hören wir uns ein wenig Musik an. Vor den Sängern befindet sich eine Sitzgruppe. Sogar mit zwei Tischen, natürlich noch ohne Aufkleber. Gut gelungen sind die vier Cantina-Members. Hier der Prototyp. Und hier das Produktionsmodell. Im hinteren Bereich befindet sich ein interessanter Weg nach oben. Den schauen wir uns jetzt mal an. Hier liegt diverser Schrott rum. Sehr viel Liebe zum Detail. Bei so viel Zubehör haben wir doch glatt was vergessen. Bei Luke's Farm befindet sich noch eine Laderampe. Die einzelnen Teile des Playsets sind mit Nieten miteinander verbunden. Werfen wir zu guter Letzt noch einen Blick in die Runde. Hier ein Blick auf das Inlay des Kartons. Da sieht man, wie aufwendig das Playset verpackt wurde.
Hier noch ein letzter Blick. Und jetzt haben wir das gute Stück nach nur einer knappen Stunde wieder eingepackt. So Leute, ich bedanke mich bei euch wieder fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat die Sendung wieder gefallen. Ich persönlich finde die Micro Machines einfach nur genial. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fantastic Toys and Merchandise. Persönlich finde die Micro Machines einfach nur genial. Bis zum nächsten Mal.